Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Ressource Wald. Wir kommen zum dritten Teil Holzschlag im Privatwald. Hier sehen Sie, wie der Vorwarter noch das Kurzholz an den Lagerplatz führt. Und am Schluss sehen Sie auch noch ein Interview mit dem Privatwaldbesitzer Ueli. Das machen wir dann auf Mundart. Herzlichen Dank, sind Sie dabei und bis bald bei Ressource Wald. Mit einer intelligenten App nehme ich jetzt das vom Vorwarter gelagerte Holz an der Waldstraße auf. Ich mache das mittels Spracherkennung. Polter Nummer 2104-01, Sortiment Traxel, 19 Festmeter. Ueli, bist du zufrieden mit der Arbeit? Ich bin sehr zufrieden. Die Leute, die hier geschlagen haben, die haben sich enorm Mühe gegeben, haben probiert, die Tänzli, die sie selber raufkommen, möglichst zu schützen. Und man hat mit einem Minimum an Verlust hier arbeiten können. Auch den Boden hat man geschont. Wir haben glücklicherweise eine Periode gehabt, wo es trocken war. Und damit hat auch der Wald oben mitgegeben. Was machst du mit diesem Wald? Du hast noch etwas pflanzen oder lässt es so sein? Ich probiere den Jungwuchs, der hier mit Naturverjüngung ist, gekommen, irgendwie noch ein bisschen zu strukturieren. Die Bäume, die noch gesund sind und man kann erwarten, dass es etwas gibt, die ein bisschen freizustellen. Und daneben werde ich nur Einzelbäume setzen, dort wo grosse Flächen und Blüten sind. Was tust du setzen? Wir haben hier in der Verjüngung vor allem Weisstamm. Und als Kontrast dazu würde ich ein paar Douglasien setzen. Ich möchte auch ein paar Eichen setzen. Ich habe zwei, drei Eichen, die auch durch Naturverjüngung bereits Kosi im unteren Teil von dieser Parzelle. Und ich habe das Gefühl, dass da oben und im Hinblick auf den Klimawandel
etwa 3-4 Eichen auf dieser kleinen Parzelle Platz. Wie hoch sind wir hier? Meereshöhe? Wir sind hier auf ziemlich genau 800 Meter, hier genau 790. Wollen wir noch das Holz anschauen, was es gegeben hat? Wir gehen zum Holz, ja. Hier kommen wir zum letzten Holz. Das ist für dich, du hast ja noch zwei Lärchen vorher noch. Und du machst neue Bretter, Bodenbretter in deiner Scheuer. Für die, ja. Genau, das gibt 50er Latte, hast du gesagt, gell? Das wird das geil. Das ist jetzt sehr gäbig, weil so viel Holz mit dieser Baumart wäre jetzt schwierig zu vermarkten von hier aus. Und so hast du natürlich erstens regionale Wertschöpfung, der Säger hat etwas davon, der Zimmermann kann die Arbeit machen. Und du hast dein Holz bestmöglich verwendet und erst noch aus dem eigenen Wald. Das sind jetzt rund 174 Festmeter, die ich aufgenommen habe. Das genaue Mass hast du, wenn das Holz in der Erwerbsvermessung ist, auch noch dazu kommt. Sehr gut. Danke. Super. Vielmals.